Nein, zufrieden sind wir mit Sicherheit nicht, weil wir gestern nicht eine Chance auf 3 Punkte hatten, sondern eigentlich auch von der Tabellenkonstellation 3 Punkte hätten machen müssen. Wir hatten wieder, wie am Donnerstag, sehr viele Chancen, aber wir müssen natürlich auch reinmachen. Und man kommt normalerweise gegen Gladbach, es war ungewöhnlich, dass Gladbach so anfällig war, auch in der Defensive, nicht so viele Chancen, sondern da müssen wir die konsequent ausnutzen. Wenn wir jetzt natürlich in dieser Woche noch zwei Siege nachlegen, dass wir auch wieder in Tabelle an die Plätze rankommen oder die in Sichtweite kommen, die wir uns vorstellen. Und dafür werden 2 Siege sehr, sehr wichtig. Augsburg wird tief stehen, dafür auf Konter warten. Und das ist wichtig, natürlich die Chancen, die man bekommt. Da kann man nicht, man bekommt nicht immer so viele wie jetzt gegen Gladbach, dass man die konsequenter nutzt. Und dann vielleicht reicht da noch mal 1 oder 2 Chancen zum Sieg. Und darauf wird es mit Sicherheit ankommen. Ja, es ist ein großartiger Spieler, natürlich große Karriere gehabt. Spricht, glaube ich, jede Sprache, die irgendwie ein Spieler hier kann. Also ist eine große Persönlichkeit vom Typ her und nicht nur ein Riesenfußballer. Und ich denke, da freut sich jeder, mit so einem auch mittrainieren zu können.